a lot of soul. Ja, diesen Winter haben wir natürlich hervorragende Bedingungen. Wir haben gut Schnee und deshalb sind wir auch sehr viel im Gelände. Ist natürlich die Krönung des Skilaufs, des Tiefschneefahrens. Heutzutage natürlich das Freeriden, sagt man. Und wir da in Sölden haben wirklich sehr gute Off-Piste-Varianten. Das heißt, der Geisler Kogel. So einen Skiberg, glaube ich, gibt es, ja, soweit ich weiß, eigentlich nirgends. Man kann alle Seiten befahren, sprich in das Rettenbachtal runter, vorne die Rinnen, hinten den Geislachsee runter. Also wirklich ein Top-Skiberg. Und das absolute Highlight, was wir jetzt auch da gefahren sind, in dem Beitrag, das vom Tiefenbachgletscher hinunter ins Ventertal, da haben wir fast 1900 Höhenmeter wirklich im Powder, also im Tiefschnee. Und das ist natürlich ganz eine super Sache. Wenn man ins freie Skigelände herausgeht, also Freeriden geht, dann ist schon mal ganz wichtig, dass man eigentlich schon die Verhältnisse, also die Lawinenverhältnisse, die Lawinenwarnstufe, dass man das einmal weiß. Das ist schon mal das Um und Auf. Das nächste ist natürlich, man sollte sich im Gelände auskennen. Dafür empfehlen wir einen Guide, einen Bergführer bzw. einen Skiführer, einen Skilehrer, der da die Leute begleitet. Aber wie gesagt, die minimalste Ausrüstung ist die Notfallausrüstung, das heißt einen Lawinenrucksack mit einer Schaufel drin, Lawinenschaufel, mit einer Sonde und natürlich das LVS-Gerät, das ist ein Muss. Das gehört jetzt nicht unbedingt dazu, aber es ist sehr ratsam, ein ABS-Rucksack, das ist das Airbag-System. Sprich, wenn was passiert, wenn der Schnee losgeht, dann kann ich da ziehen und ich bin halt um vieles sicherer unterwegs. Ja, das Thema ist natürlich immer Schnee. Wenn wir in Sölden genug Schnee haben, dann sind wir besser als der Adelberg, das getraue ich mir ganz laut und deutlich zu sagen. In Sölden der Riesenvorteil ist, gegenüber vielen anderen Freeride-Skigebieten, wir haben sehr, sehr lange Abfahrten. Das heißt, wir bewegen uns da teilweise schon zwischen 1000 und 1900 Höhenmeter, was wir da im Freeride-Gelände fahren können. Ja, das Tiefschneefahren, wie gesagt, das ist halt die Krönung des Skilaufs. Du bist alleine unterwegs, alleine auf unberührten Pisten. Ja, da dahinschweben, das ist einfach das schönste Gefühl, was es gibt. Und wenn das jemand einmal erlebt hat, ja, der kann ein Lied davon singen, wie schön das ist. Sölden TV. Hier bist du der Star.